Und jetzt wird wieder Klartext geredet hier bei Welt. Heute Abend bei uns im Studio Beatrice Achterberg, Journalistin bei der NZZ. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Deine Gewinnerin des Tages kann auf Wahlerfolge im Osten bei den Landtagswahlen hoffen. Wer ist es? Meine Gewinnerin des Tages ist überraschenderweise Sarah Wagenknecht. Wir kennen es alle vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Es ist ja so, dass die CDU sich lange gescheut hat zu sagen, dass in Thüringen die Christlichdemokraten auch mit dem BSW koalieren müssen. Inzwischen geben die das relativ frei zu, obwohl es natürlich eine linke Partei ist und eigentlich nicht zur CDU passt, die auch ja nicht mit der Linken, also der ursprünglichen Linkspartei, koalieren würde. Und jetzt hat Sarah Wagenknecht aber überraschenderweise gesagt, nein, Freunde, also da können wir erst drüber sprechen, wenn wir bei meiner Russland-Position bleiben mit der Partei. Und ihr braucht gar nicht denken, dass wir da irgendwelche Abstriche machen vom Parteiprogramm. Da muss ich sagen, Punkt für Sarah Wagenknecht, ist ein Power-Move meiner Meinung nach. Und deswegen ist sie meine Gewinnerin des Tages. Überraschend in der Tat, aber auch klar, der Verlierer des Tages kommt aus dem Bereich der Sozialfront auch ein bisschen überraschend. Das musst du ein bisschen erläutern. Ja, es ist ein wirklich trauriger Gewinner, das Verlierer des Tages ist die Arche. Das ist eine Sozialeinrichtung, die sich um benachteiligte Jugendliche und Kinder kümmert. Und da gab es jetzt einen echten Notruf wegen den Flüchtlingen, also jugendlichen Flüchtlingen, die halt so große Probleme machen. Und also ich lese vor aus der Bild von heute, ist, bei uns laufen schon 11-Jährige mit Messer rum. Und der Leiter der Arche fordert einen Flüchtlingsaufnahmestopp, weil die Betreuer einfach nicht mehr damit klarkommen. Das sind Kinder mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch sprechen, die viele Probleme machen. Und ich lese ein Zitat vor von einer Sozialarbeiterin. Die Helfersysteme greifen nicht mehr, die Integration ist gescheitert, wir können nicht alles schaffen. Die Politiker reden und verschließen vor dem Problem die Augen. Es wird eskalieren und einen großen Knall geben. Wahnsinn. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Das sind die Grenzkontrollen. Genau. Es ist so, dass die CDU-Minister der Bundesländer fordern, die Grenzkontrollen noch bis nach den Olympischen Spielen zu verlängern. Olaf Scholz hat tatsächlich signalisiert, dass er offen dafür ist. Aber von Nancy Faeser gibt es da bisher andere Töne. Und ich finde es wichtig, dass die Grenzkontrollen weiter bestehen, solange auch die EU-Außengrenzen nicht gesichert sind. Wir haben halt weiterhin eine sehr große Zahl an Asylmigranten, die jeden Monat, jeden Tag über die Landesgrenzen von Deutschland kommen und die dann hier das Sozialsystem belasten. Wir kennen die Statistiken zur Kriminalität. Man muss dazu sagen, es ist sehr teuer für die Bundespolizei, die Grenzen zu schützen. Ich würde aber sagen, dass die Sicherheit der Bürger das wert sein muss. Also das ist meine Nachricht des Tages. Geht eben auch um Kriminalität. Ja, das hätte auch dein Aufreger des Tages sein können. Aber der kommt aus dem Bereich Bürgergeld, den wir auch fast jeden Tag diskutieren müssen. Täglich grüßt das Moment fast schon, ja. Ja, also das Bürgergeld ist, ich glaube, Anfang des Jahres in Kraft getreten. Oder das war schon letztes Jahr. Ist erhöht worden. Es ist nochmal erhöht worden. Und es ist, ich habe heute nochmal nachgeguckt, das Wort Bürgergeld kommt 14 Mal im Koalitionsvertrag vor. Es war eins der Vorhaben der Ampelregierung und alle haben zugestimmt. Auch die FDP hat mitgemacht. Und mittlerweile merken die Politiker, was eigentlich viele Experten vorausgesagt haben. Man muss gar kein Experte sein, um zu wissen, dass, wenn die Miete bezahlt wird, die Heizkosten bezahlt wird und ich noch ein 400 bis 500 Euro kriege, es gibt noch Geld für Kinder, dass es den Anreiz, arbeiten zu gehen, senkt. Und das ist jetzt aber auch mal in der Hauptstadtpolitik angekommen. Und jetzt distanzieren sich alle einig, wollen mehr Sanktionen, wollen eine Vermögensprüfung und so weiter. Und ich finde, die Ampel, jede Partei, die Grünen, die SPD, die FDP, haben da absolut keine gute Figur gemacht. Hätte ihnen auch vorher klar sein können. Beatrice Achterberg, ganz herzlichen Dank. Das waren die Themen und Aufreger in meine Welt, meine Meinung. Schön, dass du da warst. Dankeschön.